Sind Sie auch dafür, dass Autos raus aus der Stadt gehören? Und wenn ja, mit welchen Mitteln sollen das geschehen? Es wird immer ein Auto brauchen, außer man hat neue Technologien, die das Ganze setzen. Schon aus sozialen oder auch unternehmerischen Gründen. Das heißt, das zu verbieten oder aus der Stadt zu verdammen, wird nicht funktionieren. Ich glaube aber schon, dass man vor allem mit einem besseren Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln viele Leute dazu bringen kann, umzusteigen. Und das muss auch das Ziel sein. Wie stehen Sie zur Parkraumbewirtschaftung? Aber wir wollen eine Lösung für die ganze Stadt, wie gesagt, unabhängig von Bezirksgrenzen. Und wir sind der Meinung, dass das Parkpickel nur so viel kosten sollte, wie es auch der Verwaltungsgebühr entspricht. Also, dass man da nicht zusätzlich abcasht. Wie viel soll es kosten? Das muss man anschauen, was halt die Verwaltungsgebühr ist. Die NEOS haben sich gerne als liberale Partei bezeichnet. Jetzt wollte ich Sie fragen, was machen Ihrer Meinung nach Private besser als die Stadt? Nee, darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, auch als liberale Bewegung, ist, dass ich es unerträglich finde, wenn beispielsweise, wie der Rechnungshof gezeigt hat, 2013 SPÖ eigene Unternehmen 19,8 Millionen Euro an öffentlichen Aufträgen bekommen seitens der Stadt. Echte Private kommen nicht zum Zug. Sie teilen mit den Grünen denselben Themenschwerpunkt bei der Wahl, nämlich das Thema Bildung. Ist das nicht so, dass es gerade Sie als kleine Partei, dass das schwierig wird, Sie von anderen zu unterscheiden? Naja, ich freue mich, dass die Grünen da uns jetzt nachrupfen, auch was ihr Plakat und ihre Kampagne angeht. In meiner Kampagne geht es darum, dass wir ein aufgeblähtes und überteuertes und auch korrupt gewordenes politisches System angreifen. Wir haben das teuerste politische System der Welt. Ich habe jetzt ganz oft das Wort Korruption von Ihrer Seite gehört. Sie fahren auch einen sehr angriffigen Wahlkampf. Glauben Sie nicht, dass das dann schwierig wird, wenn man solche Töne anschlägt, einen Koalitionspartner zu finden nach der Wahl? Weil das ist ja auch erklärtes Ziel der NEOS, zu regieren. Das ist sowieso ein Kampf, David gegen Goliath. Wir treten an gegen ein gesamtes politisches System. Was ist für Sie aus Ihrer Sicht das Hauptunterscheidungsmerkmal der NEOS gegenüber den anderen Parteien? Sie sind alle Teil des politischen Systems. Und alle haben in den verschiedensten Varianten sich bequem gemacht in diesem politischen System. Es profitieren alle von diesen Fördertöpfen, wo sie noch ihre parteinahen Vereine damit subventionieren. Alle nehmen sinnlose Versorgungsposten an. Wir sind die Einzigen, die nicht Teil dieses politischen Systems sind. Wenn mich das interessiert, Sie wollen ja auch in der Verwaltung einsparen. Also Sie wollen sowohl im Gemeinderat als auch in der Verwaltung einsparen. Ich will beim Gemeinderat tatsächlich einsparen. Der Wiener Gemeinderat hat 100 Mitglieder, genauso viel wie der US-Senat. Und ich bin der Meinung, man käme auch mit der Hälfte ganz gut aus. Bei der Verwaltung geht es mir vor allem um die Pensionsreform bei den Wiener Beamten.